Mit dem Auto geht es heute nach Klasztoretz nad Orší ins Egertal. Wir wollen den Mravenčák, was auf Deutsch so viel wie Ameisenhügel bedeutet, erkunden. Start ist der Parkplatz an der Jevčeníquelle in Klasztoretz nad Orší. Dort führt eine Brücke über die Orše und eine weitere über die Bahngleise der Strecke Chomudov–Cheb. Wir folgen der roten Wegmarkierung durch eine wunderschöne Landschaft. Man kann die Burg Schumburg bzw. Schönburg sehen, sogar den Klinowetz können wir von hier aus machen. Alles grünt und blüht in den schönsten Farben und alles zeigt sich uns in seiner ganzen Schönheit. Bald schon erreichen wir den Mravenčák und wandern auf kaum sichtbaren Pfaden bis hoch hinauf zum Gipfel. Der Weg ist beschwerlich, aber die Aussicht, die sich uns bietet, entschädigt für die Mühen des Aufstiegs und des nicht weniger beschwerlichen Abstiegs. Da waren die Partisanen wieder zu Gange, aber lassen wir uns ja nicht aufhalten. So, schon gemeistert. Ne, es geht ja hier weiter. Hilfe! Herr im Himmel! Der Wahnsinn! Der Mravenčák befindet sich im nördlichen Teile des Dubovské-Gebirges im Bezirk Chomudov. Von oben hat man nicht nur einen guten Blick auf die Schumburg, man kann auch die Ruinen der Burg Egerberg erspähen. Es sind Reste einer einstigen gotischen Burganlage. Im Gegensatz zum Mravenčák führt ein ordentlicher Weg bis zu den Resten dieser Burganlage. Wir genießen die tolle Aussicht, aber dann geht es auch schon wieder zurück.
Glashteretsnat Urschi hat zum Beispiel auch einen tollen Schlosspark mit uralten Bäumen. Über dem Park thront das Rote Schloss der Stadt. Außerdem einen Besuch wert ist die Wallfahrtskirche Maria Trost auf dem Friedhof im westlichen Teil der Stadt. Die Kirche steht unter Denkmalschutz. Das war es auch schon wieder für heute. Aber in Glashteretsnat Urschi gibt es noch mehr zu entdecken. Bleibt also neugierig.